Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 23. Lesung des wundervollen Buches Babylon Mysterienreligion. Die Kirche aus Rom, die eigentlich aus Babylon kommt, aber die sich ausgibt als Romkommende, die sich ausgibt als die einzig wahre apostolische, von Jesus Christus über Petrus weitergeführte wahre Kirche auf dieser Welt, die decken wir auf, deren Machenschaften decken wir auf. Ihre Rituale decken wir auf, dass es keine christlichen Rituale sind, wobei es sowas ja fast nicht gibt. Jetzt mal abgesehen von den schönen, wunderschönen jüdischen Festtagen, also israelischen Festtagen aus dem Alten Testament und sowas, gibt es nicht besonders viele christliche, wirkliche Rituale. Heutzutage schon mal gar nicht mehr. Und was die römisch-katholische Kirche also sich alles da anmaßt, aus dem Heidentum, das zwischen Anführungszeichen christlich tauft und uns dann unterjubelt als wichtige Sakramente, die wir zur Erlösung nötig haben, ne, ist furchtbar, echt furchtbar. Und das wird alles hier in diesem Buch von Ralph Woodruff von 1966 aufgedeckt. Das ist inzwischen kein Geheimnis mehr, dass ich Taxi fahre und ich hatte... Oh. Wann war das jetzt? Ich meine, entweder war es Samstag oder es war am Mittwoch, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, es war wohl Samstag, ich weiß es nicht mehr, echt nicht. Ich habe eine alte Dame in Löwen gefahren, gar nicht weit, nur ein paar Kilometer von zu Hause zur Kirche. Ja, sagte sie, ich gehe jetzt zur Kirche und dann gehe ich in die Messe. Und ich dachte, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, ich sage die Messe, das ist ja ein ganz furchtbares Ritual, das ist ja eine Opferung, wo sie hingehen. Ja, dann gibt es noch das Abendmahl. Ich habe gesagt, haben Sie schon mal in der Bibel gelesen, dass die Messe überhaupt nicht irgendwas mit dem Christentum oder überhaupt die römisch-katholische Kirche nicht mit dem Christentum zu tun hat? Oh ja, ich werde für Sie beten und ich werde auch noch eine extra Kerze für Sie anzünden. Ich sag, also für den Gott, für den Sie da beten, zünden Sie bitte keine Kerze für mich an. Ich sag, tun Sie mir den Gefallen, wenn Sie nach Hause kommen, nehmen Sie mal die Bibel in die Hand und dann schauen Sie doch mal, wem Sie lieber glauben wollen. Den Menschen, die Ihnen diese Lehren aufdrängen, oder aber dem Gott, der uns geschaffen hat und der Ihnen sagt, was wirklich Sache ist. Naja, wirklich überzeugen konnte ich sie nicht. Die Dame war auch schon weit über 70 und alte Bäume verpflanzt man eben nicht mehr, aber man kann es ja immer mal versuchen. Also mir kommt jedenfalls immer die Galle hoch, wenn ich höre, wie leichtgläubig diese Menschen sind. Sie sagte im bestimmten Augenblick, oh, sonst, ja, das kann alles sein mit dem Katholizismus. Ich glaube, was ich glaube. Ich sage ja, das ist genau das, was der Teufel will. Mach dir deinen eigenen Glauben. Glaub nicht an den Herrn, der dich geschaffen hat. Aber ich gebe es nicht auf. Auch in diesem Job gibt es immer wieder Möglichkeiten, Tore, die sich öffnen oder, wie sagen wir in der Agenda immer Fenster, die sich öffnen. Nein, also das wäre jetzt eine schlechte Reminiszenz. Aber es gibt immer wieder Möglichkeiten, um Leute zu Christus zu führen. Ich habe heute mit meinem serbischen Kollegen eine halbe Stunde lang geschnackt, habe ihm die Bibel unter die Nase gehalten und habe ihm gesagt, wir müssen mal zusammen eine Bibelstudie machen. Da hat ihn doch sehr angesprochen. Aber wie gesagt, die alte Dame, die wollte ja zur Messe. Und natürlich auf den 3-4 Minuten Fahrt, die ich hatte, konnte ich ja nicht alles erklären darüber, aber die Messe ist im Grunde nichts weiter als ein altes babylonisches, ein heidnisches Opferritual. Und das Opfer, das da gebracht wird, ist Jesus Christus. Dass Jesus Christus in der Bibel deutlich sagt, es ist vollbracht und dass er der Abschluss des ersten Teils der 70. Jahrwoche war und er damit die Opferung zu einem Ende gebracht hat, wie in Daniel Kapitel 9 beschrieben und prophezeit wurde, das interessiert die römisch-katholische Kirche nicht. Die macht ihre eigenen Opferungen. Und das dann noch mit dem furchtbar diabolischen Dogma der Transsubstantiation, der kompletten Wesensveränderung. Auch da sprechen wir heute nochmal drüber. Also das ist jetzt die zweite Sendung, wo wir in die Messe gehen. In das Thema der Messe reingehen, um mich richtig zu verstehen, bitte. Wenn ich irgendwelche Worte sonst in den Mund legen, weil ich das mal so ausdrücke. Und normalerweise habe ich geplant, eigentlich die Sendung heute abzuschließen. Dann kann es sein, dass es über eine Stunde wird. Wenn es zu viel wird, dann breche ich ab und dann machen wir doch nur eine Stunde und nächste Woche weiter. Und ansonsten, wenn es geht, mal gucken. Also ich weiß nicht, wie viel Material ich noch habe, weil ich ja immer so viele Kommentare dazu habe. Außerdem haben wir ein paar sehr schöne Filme, die wir uns heute angucken wollen. Der erste Film, den wir uns angucken wollen, den hat Alexander letzte Woche produziert. Das ist ein wunderschönes Lied, das er wieder produziert hat mit dem Namen Mein Jesus, ich erhebe dich. Und das hören wir uns jetzt mal an.
Friedefürst, ein Wunderrat, ein gnadevoll, ein Gottessohn, Herr der Herren, ein starker Held, ein König und Gott von Ewigkeit. Friede, Fürst, ein Wunderrat, ein gnadevoll, ein Gottessohn, Herr der Herren, ein starker Held, König und Gott von Ewigkeit. Ich erhebe dich, Herr, ich erhebe dich, die Schöpfung ruft dir zu, so herrlich bist nur du. Ich erhebe dich, Herr, ich erhebe dich, mein Jesus, ich erhebe dich. Und Friede, Fürst, Wunderrat, gnadevoll, Gottes Sohn, Herr der Herren, ein starker Held, ein König und Gott von Ewigkeit. Ich erhebe dich, ich erhebe dich, die Schöpfung ruft dir zu, so herrlich bist nur du. Ich erhebe dich, ich erhebe dich, mein Jesus, ich erhebe dich. Wieder mal ein wunderbares Stück Musik, Alexander, wofür meinen ganz herzlichen, aufrechten Dank, dieses wunderbare Stück neben den anderen allen geproduziert zu haben. Produziert zu haben, nicht geproduziert, das ist hier deutsch, nicht flämisch. Und es ist jede Woche wieder herrlich, diese Dinge spielen zu dürfen. Ja, Babylon Mysterienreligion, da fangen wir jetzt also an. In der 23. Lesung, und wir fahren fort auf Seite 129, das Sakrament in einer oder beiderlei Gestalt. Da hatte ich ja, glaube ich, auch letztes Mal schon kurz drüber gesprochen, mit der beiderlei Gestalt, wie das zu verstehen ist, und bin doch ein wenig noch auf Jan Hus eingegangen. Da erinnert ihr euch sicher, dass wir während der Lesung von, ich meine, Romanismus und die Reformation ein extra Papier hatten über die Gans, die von dem Schwan spricht, ne? Die Gans, die könnt ihr heute töten, aber der Schwan, der in 100 Jahren aufstehen wird, den werdet ihr nicht zum Schweigen bringen können. Da hat Jan Hus, der Name Hus heißt ja in seiner Originalsprache wohl Gans oder was in der Richtung, und der auf dem Konzil von Konstanz hingerichtet wurde, lebendig verbrannt, der lediglich das Verbrechen begangen hatte, die Messe oder besser gesagt überhaupt Bibellehre zu halten in seiner eigenen Sprache, also in der Landessprache in Prag, wo er da in Tschechien gewohnt hat, und eben auch den Leuten das Abendmahl zu verabreichen, und zwar in beiderlei Gestalt. Das heißt Wein auf der einen Seite und Brot auf der anderen. Und die römisch-katholische Kirche hat ja das Verabreichen des Weines aus dem Abendmahl rausgenommen. Und genau das ist das, was hier gemeint wird mit das Sakrament in einer oder beiderlei Gestalt. In einer Gestalt heißt halt nur das Brotbrechen, und in beiderlei Gestalt heißt halt das Brot geben und den Wein.
Und deswegen sagt der Autor hier, in der neutestamentlichen Gemeinde ist es offensichtlich, dass Christen von beidem nahmen, von dem Brot und der Frucht des Weinstocks als Zeichen für den Tod Christi. Das lesen wir unter anderem auch im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 28, wo steht, der Mensch prüfe aber sich selbst und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Ja, ich habe bis jetzt noch kein Abendmahl gemacht und schon gar kein biblisches, aber da hatten wir es ja, glaube ich, auch letztes Mal drüber. Der Viktor hat uns ja ein ganz tolles Rezept geschickt, wie man dieses ungesäuerte Brot machen kann, mit dem man das Brot brechen kann. Und ich freue mich darauf, wenn er mal die Gelegenheit bekommt, mich hier in Belgien zu besuchen. Dann werden wir das Brot zusammenbacken und das auch zusammen zur Ehre Jesu Christi brechen. Nun, der Autor fährt fort und sagt, dies wird von der katholischen Enzyklopädie sogar zugegeben. Also, dass sie in der neutestamentlichen Gemeinde das Abendmahl in zweierlei Form verabreicht haben. Die römisch-katholische Enzyklopädie schreibt, Zitat, es ist eine allgemeine Tatsache, dass bis zum 12. Jahrhundert sowohl im Westen als auch im Osten, also in der römisch-katholischen als auch in der orthodox-katholischen Kirche, die öffentliche Kommunion in den Kirchen normalerweise so abgehalten wurde, dass beide Elemente empfangen wurden. Darüber gibt es keinen Zweifel. Ende Zitat. Nach all diesen Jahrhunderten, ja, also immerhin doch, wenn wir davon ausgehen, dass die römisch-katholische Kirche irgendwann im Lauf des 4. Jahrhunderts gegründet wurde, mit Konstantin 321 um die Zeit rum, dann sprechen wir hier jetzt also bis zum 12. Jahrhundert, das ist also 1100 und, das sind dann doch gut und gerne 700 Jahre. Nach all diesen gut 700 Jahren begann die katholische Kirche trotzdem damit, den Kelch von den Leuten zurückzuhalten und ihnen nur noch mit dem Brot zu dienen. Der Priester trank den Wein. Er predigt Wasser und säuft Wein. Nicht nur figürlich, nein, sondern auch tatsächlich. Ein Argument dafür war, dass jemand das Blut Christi verschütten könnte. Wäre dies jedoch nicht auch bei den ersten Christen möglich gewesen? Christus hielt den Kelch nicht von seinen Jüngern zurück, auch nicht aus diesem Grund. Also, dann nehmen wir mal den Film hier mit bei, von Babylon Mysterienreligion, 17. Kapitel im Englischen. Und dann seht ihr hier das Dogma der Transsubstantiation, also der Wesensveränderung, wo wir dann auch gleich in der Messe drauf kommen. Christus hielt den Kelch nicht von seinen Jüngern zurück, auch nicht aus diesem Grund, dass vielleicht ein Tropfen eventuell übergeschwappt wäre. Es verlangt nach bestimmten Erklärungen, wenn nur die Hälfte von dem, was Jesus eingeführt hatte, ausgeführt wird. Es wurde erklärt, dass die Kommunion mit einem Element, wie sie genannt wurde, genauso gültig sei, als wenn man beide Elemente nehmen würde. Den Menschen würde keinerlei zur Errettung notwendige Gnade entzogen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Satz, wo ich mal eben hier das Video anhalte, sonst läuft mir das wieder weg. Den Menschen würde keinerlei zur Errettung notwendige Gnade entzogen. Mit anderen Worten, die Teilnahme an der Eucharistie, also an der Messe und an diesem Abendmahl in der römisch-katholischen Kirche, was ja kein Abendmahl ist, sondern eben das Dogma der Transsubstantiation, die Eucharistie oder die Kommunion, wie man es dann nennt, Gemeinschaft, ja, mit diesem Element, das ist wichtig zur Errettung. So rum. Das ist wichtig zur Errettung. Ja. Die Menschen würden keinerlei zur Errettung notwendige Gnade entzogen. Also auch wenn sie es nicht vollständig nehmen, ist es immer noch so, als ob sie es vollständig genommen hätten. Aber das Sakrament der Messe bleibt ein Sakrament, das wichtig ist zur Errettung der menschlichen Seele. Und das ist eben genau das, was konträr der Bibel spricht. In der Bibel steht ganz deutlich drin, durch Gnade seid ihr errettet und das nicht durch Werke, auf das niemand sich rühme oder brüste, je nachdem, welche Übersetzung euch besser passt, es geht beides. Ja? Durch Gnade seid ihr errettet und das nicht durch Werke. Und hier wird ganz deutlich darauf hingewiesen, dass den Menschen keinerlei zur Errettung notwendige Gnade entzogen würde, wenn sie die Kommunion nur auf eine Weise nehmen, also mit anderen Worten, durch die Kommunion zu nehmen, erreichen sie die zur Errettung notwendige Gnade. Also die Gnade wird nur an denjenigen ausgeschüttet, der die Werke tut, um es mal ganz deutlich zu sagen. Das ist die Lehre der römisch-katholischen Kirche. Und Gott sagt, du musst gar nichts tun, außer
glauben. Du musst an Christus glauben. Ein ganz, ganz wichtiger Unterschied, ein wirklicher Basisunterschied zwischen diesen zwei Glaubensrichtungen, nämlich Christentum auf der einen Seite, das pur auf Gnade lebt, und Heidentum, das immer alles vom Menschen selbst abhängig macht. Das geht ja zurück bis zur Schöpfungsgeschichte beinahe, also direkt die Kapitel nach der Schöpfungsgeschichte, Kain und Abel. Ja? Kain bringt ein Opfer aus seiner eigenen Arbeit und Abel bringt ein Opfer mit der Hoffnung auf die Gnade durch das geschlachtete Lamm. Seht ihr, wie sich das die ganze Menschheitsgeschichte zurückzieht, durchzieht bis zum Anfang an? Wir könnten sogar noch weitergehen. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal drüber nachgedacht habt. Ist ja auch mal interessant. Ich habe heute, glaube ich, im Auto habe ich darüber nachgedacht, weil ich auch wieder in Matthäus, in Johannes in Englisch gelesen hatte, aus dem Buch vom Brett, das ich im Auto habe. Im Grunde, wenn man darüber nachdenkt, als der Mensch geschaffen wurde und Adam und Eva im Garten waren und Eva dann von der Schlange verführt wurde und von der Frucht gegessen hat und auch ihrem Mann davon zu essen gegeben hat, dann geht Gott ja in den Garten und ruft Adam und Adam versteckt sich und Eva verstecken sich, weil sie haben ja erkannt, dass sie nackt waren. Ja, ach so, ja genau, das war Tom, der das gesagt hat. Tom hat so zwei ganz super Sendungen gemacht, da muss ich ganz dringend Videos von rausbringen. Wenn das hier rauskommt, habt ihr die schon längst gesehen, wenn ihr Englisch könnt. Tom hat sehr intensiv über die 70. Daniel-Woche noch gesprochen, also Verse 4 bis 27 aus Kapitel 9 von Daniel. Und da gemeint, ja, meint ihr denn so simpel zu sein, dass Adam und Eva nicht erkannt haben, dass sie nackt waren? Es geht doch nicht darum, dass sie nackt waren. Es geht darum, dass sie das Kleid der Gerechtigkeit nicht mehr anhatten. Was auch immer das für ein Kleid war. Tom war da nicht bei, ich war da nicht bei, ihr wart da nicht bei, wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass man mit Gerechtigkeit gekleidet ist, vor allen Dingen im Geistigen. Ja, dann ist das eine Art Gewand, das man anhat, was eben die Gerechtigkeit verleiht, die wir nicht mehr haben. Was das genau ist, das wissen wir heute nicht. Also, Gott ging im Garten umher und rief Adam und Eva und die beiden haben sich versteckt und die hatten sich ja aus ihren eigenen, ich glaube, das hatten wir auch in der Bibel, in der Bibellesung schon mal besprochen, Michael, ist das so? Hatten wir da nicht mal drüber gesprochen, dass ich das gesagt hatte? Da hatten die beiden sich ja aus Feigenblättern einen Schurz von gemacht, ne, um ihre Nacktheit zu bedecken und Gott hat ihnen das dann ja weggenommen und hat ihnen dann Felle gegeben. Felle von einem geschlachteten Lamm, von dem Lamm, das geschlachtet wurde, überhaupt bevor die Welt gegründet wurde, wie es in der Bibel geschrieben steht. Ja, hat also die eigenen Werke, ja, die Feigenblätter, die sie sich selbst gemacht haben, weggetan und er hat ihnen durch seine Gnade einen Schutz gegeben, den sie tragen konnten, auch nur symbolisch natürlich, bis zu dem Augenblick, wenn der Sohn kommt und durch sein Blut, durch sein Opfer am Kreuz, alle anderen Opfer zunichte macht, also überflüssig macht. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das jemals schon mal so gesehen habt, dass selbst Adam und Eva durch ihre eigenen Werke, nämlich durch sich diese Olivenblätter vorzuhängen und ihre Nacktheit zu bedecken, durch ihre eigenen Werke versucht haben, Errettung zu erlangen, Gerechtigkeit zu erlangen, die Gerechtigkeit, die sie verloren haben. Und Gott hat durch seine Gnade ihnen die Felle des Tieres gegeben, oder des Lammes gegeben, die sie sich umgehängt haben. Und das ist im Grunde die Geschichte, die sich durch die ganze Bibel hinzieht. Durch die ganze Bibel, von A bis Z, von Genesis bis Offenbarung. Ja, das ist wirklich der rote Leitfaden dadurch. Der Mensch denkt immer, alles selbst machen zu müssen. Ich bin ja so gut, ich bin ja so toll, ich weiß so viel und so Halleluja. Und ich mache alles selbst. Ich mache meine Erlösung selbst und ich muss da selbst mit zu tun haben. In der Lesung vom freien Willen von Martin Luther bin ich da auch drauf eingegangen. Das werdet ihr sehen, wenn ihr die Videos geschaut habt. Da geht es ihm genau um dasselbe. Ja? Wenn ich auch nur irgendetwas mit meiner Errettung zu tun habe, dann kann ich ja sagen aus dem freien Willen, ja, ich will errettet werden. So, Punkt, freier Wille, jetzt bin ich errettet. Ha, ich habe ja freien Willen. Ja, also, das ist jetzt nochmal ganz kurz gesagt. Und ich will auch nicht vom Hundertstel ins Tausendstel kommen, aber das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass wir sehen, dass bereits in Genesis bei Adam und Eva die beiden genau das gemacht haben, was Kain im Grunde auch nachher gemacht hat. Durch ein, in diesem Fall kein eigenes Opfer zu bringen. Kain hatte ja ein Opfer gebracht, die beiden haben kein Opfer gebracht, aber die haben halt probiert, ihre Nacktheit zu verdecken, um die Gerechtigkeit wieder zu erlangen, die sie verloren haben, dadurch, dass sie der Lüge der Schlange gefolgt sind. So,
Der Mensch hat aber nichts mit seiner Erlösung zu tun. Deswegen steht es geschrieben, durch Gnade seid ihr errettet. Gott hat ihnen in seiner Gnade die Tierfälle gegeben. Und Gott gibt in seiner Gnade uns eben auch alles, was zur Errettung nötig ist. Wir brauchen da keine Sakramente für. Und das ist genau das, was nicht nur die römisch-katholische Kirche hat, sondern andere Religionen haben das auch. Erlösung durch Werke. Gerechtigkeit durch Werke. Wenn ihr euch an die Buchlesung von Alexander Hislop erinnert, von Babylon nach Rom, da hatten wir auch in Ägypten gesprochen, hatten wir auch gesehen, wie in Ägypten das ganz genauso war. Ja, mit diesem Totengott Thoth heißt er, glaube ich, und der Waage, und wo dann die guten Taten und die schlechten Taten gewogen werden. Und man eben in der römisch-katholischen Kirche funktioniert das genauso und dann eben so und so viel Zeit im Fegefeuer verbringen muss, bevor man dann überhaupt in die Hölle kommt oder in den Himmel oder wie auch immer. Alles so eine Falschlehre, also ganz, ganz wichtig. Deswegen finde ich diesen Satz unglaublich wichtig. Er fällt beim Lesen so einfach gar nicht auf. Ja? Den Menschen würde keinerlei zur Errettung notwendige Gnade entzogen. Der Mensch muss keine Gnade sich erarbeiten, um errettet zu werden. Gott gibt diese Gnade als ein freies, gratis Geschenk. Alles andere ist eine Lüge, alles andere ist keine Errettung, alles andere ist keine Rechtschaffenheit, alles andere ist nur, wenn ich mich selbst dazu erhöhe, um es zu machen. Wenn ich genau das tue, was Luzifer in Jesaja Kapitel 14, Vers 12 bis 15 gesagt und getan und angekündigt hat. Genau dasselbe. Ja? Das ist hier einfach der Punkt. Ein ganz, ganz kleiner, wichtiger Satz, wo man so leicht drüber hinweglesen kann. Habe ich ja bis jetzt auch gemacht. Das hätte ich ja schon längst angestrichen, farblich oder so. Mir fiel mir ja auch nicht so auf. Also, den Menschen würde keinerlei zur Errettung notwendige Gnade entzogen, wenn sie nur einen Teil der Eucharistie nehmen, also nur den Brotteil nehmen und den Weinteil eben nicht. Aber dahinter steckt im Grunde die Lüge, dass zur Errettung die notwendige Gnade verdient werden muss durch eigene Werke und hier in diesem Fall durch die Sakramente innerhalb der römisch-katholischen Kirche. So, das musste jetzt mal gesagt werden. Christus ist wirklich gegenwärtig und wird ganz und vollständig empfangen mit Fleisch und Blut und Seele und Göttlichkeit und unter allein einem von beiden Elementen. Ja, also auch wenn es nur das Brot ist, dann ist das Brot trotzdem Fleisch, Blut, Seele, Göttlichkeit, Menschlichkeit von Jesus Christus. Die heilige Mutter, ja, da gibt es eine eigene Lesung drüber. Die heilige Mutter. Karneval ist nächste Woche. Ja, ich weiß. Ihr habt da wieder Mainz, wie singt und lacht, glaube ich, am Freitag im Fernsehen. Ne? Und dann gibt es Rosenmontag und diesen ganzen Kram. Dann ist der Quatsch zum Glück endlich vorbei. Also, die heilige Mutter, die Kirche, sagt er hier. Aber ja, die heilige Mutter ist natürlich auch die heilige Himmelskönigin, die Maria, die ja die Mutter der Kirche ist. Ja? Also, die heilige Mutter, die Kirche hat auch nochmal eine Mutter, hat dem Brauch der Kommunion mit nur einem Element zugestimmt. So, und wenn die Kirche dem zustimmt, dann ist das so. Warum? Weil wir in das Doppelgesicht des Papsttums gelesen haben, dass die Tradition der Kirche über der Autorität der Bibel steht. So, und von da kann in der Bibel stehen, was will. Wenn die Kirche sagt, wir machen das anders, dann ist das, was die Kirche sagt, richtig und nicht das, was die Bibel sagt. Also, die heilige Mutter, die Kirche, hat dem Brauch der Kommunion mit nur einem Element zugestimmt. Daher ist die Kommunion mit beiden Elementen für die Gläubigen nicht nur nicht verpflichtend, sondern durch kirchliches Gesetz, nicht Gottes Gesetz, nein, kirchliches Gesetz, außer für den zelebrierenden Priester der Kelch für jedermann streng verboten. Also der Priester darf sich besaufen und der Rest guckt in die Röhre, um es mal ganz deutlich so zu sagen. Nach vielen Jahrhunderten ist dieses Gebot nun entschärft worden. Einigen Katholiken ist es nun erlaubt, von beidem zu nehmen, von Brot und Wein, jedoch variieren die Gebräuche von Ort zu Ort. Und das ist übrigens heute immer noch so. Es gibt noch sehr traditionsbewusste römisch-katholische Kirchen, wo man immer nur noch einen Teil dieses Abendmahls bekommt. Und es gibt andere, wo man auch schon mal beide Teile bekommt. Das ist also heute im 21. Jahrhundert immer noch so. Das Essen des Gottes. Und da Gott Mensch geworden ist, sprechen wir hier von Kannibalismus. Begann die Vorstellung von der Wandlung denn mit Christus?
Von dem Historiker Durand wissen wir, dass der Glaube an die Transsubstantiation, ja, die Wandlung oder Wesensveränderung, wie er in der römisch-katholischen Kirche praktiziert wird, eines der ältesten Zeremonien primitiver Religion ist. Genau, das hat Alexander Hislop uns in Von Babylon nach Rom bereits aufgezeigt. In der wissenschaftlichen Arbeit Hastings Encyclopedia of Religion and Ethics, also auf Deutsch Hastings Entschuldigung, Enzyklopädie, das ist sowas wie ein Brockhaus Lexikon, will ich mal sagen, Hastings Lexikon der Religion und der Ethik. In dem Artikel Verzehr des Gottes sind da viele Seiten gewidmet. Auf diesen Seiten werden reichlich Beweise geliefert für Wandlungsriten, die bei vielen Völkern, Stämmen und Religionen stattfinden. Solche Riten waren im heidnischen Rom bekannt, wie aus der rhetorischen Frage des Cicero über das Korn des Ceres und den Wein des Bacchus hervorgeht. Wir wissen ja, Ceres und Bacchus sind alte römische, aus dem Griechischen davor bereits stammende Götter. Im Mithras-Kult, ja, das ist der Sonnenanbetungskult des heidnischen römischen Reiches, der ganz, ganz stark wurde ab dem 2. und 3. Jahrhundert in Rom. Im Mithras-Kult wurde ein heiliges Mahl, das aus Brot und Wein bestand, gefeiert. Der Mithraismus hatte eine Eucharistie. Natürlich, Ceres war die Göttin des Getreides und Bacchus war der Gott des Weines. Na, ist doch logisch. Die Vorstellung von einem heiligen Mahl ist jedoch so alt wie die Menschheit und existierte zu allen Zeiten und unter allen Völkern, schreibt die katholische Enzyklopädie. Naja, unter allen Völkern? Na, da war ein kleines Volk, das hat das so nicht zelebriert. Das sind die Israeliten. Die haben zwar ungesäuertes Brot gebrochen, aber das war ja das Passafest und das Fest der ungesäuerten Brote. Das möchte ich hier überhaupt nicht mit der römisch-katholischen Messe vergleichen. Also allen heidnischen Völkern, wenn das da so gestanden hätte, dann hätte ich diesem Satz vorbehaltlos zugestimmt. So müsste ich das Wort da eigentlich nur einführen. Also die Vorstellung von einem heiligen Mahl, sowieso heilig, da musste man auch schon wieder Anführungszeichen zwischensetzen, weil heilig kann nur der etwas machen, der heilig ist. Und Gott macht kein Mithraismus-Ritual, wie es hier steht, heilig. Das ist nämlich Heidentum. Gott macht nichts Heidnisches heilig. Was Gott heiligt, ist heilig. Und alles andere ist vom Menschen in den Heiligstand erhoben. Also die Vorstellung von einem heiligen Mahl, zwischen Anführungszeichen bitte zu verstehen, ist jedoch so alt wie die Menschheit und existierte zu allen Zeiten und unter fast allen Völkern oder unter allen heidnischen Völkern. So schreibt die römisch-katholische Enzyklopädie. In Ägypten wurde von einem Priester ein Kuchen geweiht und sollte so in das Fleisch der Osiris verwandelt werden. Dieses wurde dann gegessen und dazu wurde Wein getrunken als ein Teil des Ritus. Kommt daher vielleicht auch diese komische Szene aus dem Film Das Schweigen der Lämmer, wo der Hannibal Lecter sagt, ich aß seine Leber mit einem leckeren Chianti dazu, ne? Stück Fleisch essen und dazu einen Wein trinken. Muss man sich ja mal fragen, wie solche Filme oftmals gemeint sind. Ne? Selbst in Mexiko, fährt der Autor fort, und sogar in Zentralamerika konnte man die Glaubensvorstellung finden, einen Gott zu essen, und das dort, wo die Menschen niemals von Christus gehört haben. Als dort das erste Mal katholische Missionare landeten, waren sie überrascht, als sie Zeugen eines religiösen Ritus wurden, der sie an die Kommunion erinnerte. Ein Bild gemacht aus Mehl, nachdem die Priester es geweiht hatten, wurde es unter den Anwesenden verteilt, die es dann aßen. Es wurde ihnen gesagt, es sei das Fleisch ihrer Gottheit. Das ist auch nicht anders als in der römisch-katholischen Kirche. Huh? Alexander Hislop in seinem Buch Von Babylon nach Rom nimmt ja auch an, dass die Vorstellung, das Fleisch eines Gottes zu essen, einen kannibalischen Ursprung hat. Da heidnische Priester einen Teil des Opfer aßen, wurde von Baalspriestern im Fall eines menschlichen Opfers verlangt, Menschenfleisch zu essen. Daher lieferte der Name Kannibal, das heißt Baalspriester, die Basis für unser modernes Wort Kannibale. Passend dazu das Bild von die zwei Babylons, also von Babylon nach Rom und Alexander Hislop im Bild. Und hier dann ein Menschenopfer in einem Film dargestellt. Die Hostie, das Symbol für die Sonne. Während der römisch-katholischen Messe kommen Mitglieder der römischen Kirche nacheinander zum Priester und knien vor ihm nieder.
Also da ist schon mal ein weiterer wichtiger Punkt, der antibiblisch ist. Ich knie nicht vor einem Menschen nieder. Selbst Petrus hat gesagt, als die Menschen vor ihm niedergekniet haben, steh auf, ich bin ein Bruder, genau wie du. Und ein Engel hat dasselbe gesagt zu, ich glaube, Johannes war es, ne? In der Offenbarung oder so. Als dem ein Engel erschienen ist und Johannes hat sich niedergekniet, hat der Engel auch gesagt, steh auf, ich bin genauso wie du. Ja? Also man kniet sich nicht vor einem Menschen nieder. Denkt mal an das Ritual, wenn jemand zum Beispiel zum Ritter geschlagen wird. Hier lassen wir das Bild mal eben stehen. Oh, das ist fast diese tolle Überblendung, wie ich es damals auch gefunden habe. Ja, jetzt ist es ein bisschen zu weit. Oh, jetzt muss ich nochmal sehen, dass ich das mal schaffe, dass wir das nochmal reinkriegen. Schauen wir eben das Bild hier an. Na? Hier haben wir also mit dem IHS drauf, von dem Jesuitensymbol drauf, das Brot. Ne? Das ist ja dieses, wie nennt man das? Oblate, ne? Dieses essbare Brot, habe ich als Kind nie gemocht, konnte man ja auch so kaufen, aber mochte ich nie irgendwie. Und hier haben wir den Priester, der das hochhält und dann die hier niederkniende Frau, ja besser kriege ich das nicht hin, halten wir es mal so. Also, während der Messe kommen Mitglieder der römischen Kirche nacheinander zum Priester und knien dort, obwohl sie es nicht sollen, vor ihm nieder. Er gibt ihnen ein Stück Brot, also ein Stück von diesem, wie habe ich das gerade genannt, Oblate, dieses Papierbrot im Grunde, in den Mund, das zwischen Anführungszeichen Christus geworden ist. Dieses Stück Brot wird Hostia genannt. Abgeleitet von einem lateinischen Wort natürlich, totes lateinisches, toter lateinischer Ursprung, das ursprünglich Opfer oder Opfergabe bedeutet. Bedeutet schreibt man hier glaube ich mit T, ne? Aber ist auch wurscht. Der Punkt ist doch, die Hostia heißt also im Grunde Opfer. Was ist denn bitte schön mit dem Opfer, von dem Jesus Christus gesagt hat, dass er es ein für alle Mal erfüllt hat? Wo ist denn hier Hebräer Kapitel 10 oder 11, wo deutlich drin steht, dass der Hohepriester, den wir im Himmel haben, sein Opfer, das ein für alle Mal versöhnende Opfer für die ganze Menschheit war? Was bitte schön ist denn hier mit Jesus Worten am Kreuz, es ist vollbracht? Was ist denn hier bitte mit der Erfüllung der Prophezeiung von Daniel, wo es drin steht, dass er eben diese ganzen Dinge zum Ende bringen wird, die Opferung, die Speisopfer und so weiter aufhören lassen wird. Ja? Warum wird dann immer weiter geopfert? Seht ihr, das ist die Hostie selbst heißt Opfer. Das heißt, wenn ich in eine römisch-katholische Messe gehe und wenn ich an dieser Messe, an dem Abendmahl oder an der Kommunion, wie es da zelebriert wird, teilnehme, dann nehme ich an einem Opferritual teil. Wenn ich aber an einem Opferritual teilnehme, das dann auch noch dafür sorgt, dass meine Errettung sicher ist, weil es ist ja eine Arbeit von mir, dann bin ich doch gegen die Bibel. Ich kann ja nicht auf der einen Seite Jesus Christus Opfer akzeptieren und auf der anderen Seite die Hostie in den Mund stecken und das Opfer akzeptieren. Das ist eine Opfergabe. In der Bibel steht schon drin, du kannst nicht vom Tisch des Mammon, du kannst nicht vom Tisch des Teufels essen und gleichzeitig vom Tisch Gottes. Das geht nicht. Wähle darum heute, wem du dienst. Ich kann nicht in die römisch-katholische Kirche gehen, kann an dieser Messe nicht teilnehmen, kann an der Eucharistie nicht teilnehmen, kann das Dogma der Transsubstantiation der Wesensveränderung nicht akzeptieren, kann mir dieses Stück Brot nicht in den Mund stecken und auf der anderen Seite sagen, aber Jesus Christus ist für mich gestorben. Seht ihr nicht, wie gegensprüchlich das ist? Das Problem ist nur, das, was ich hier euch über die Messe erkläre, was ich euch hier über die Hostie und die Bedeutung davon erkläre, das erklärt euch in der römisch-katholischen Kirche kein Schwein. Die wollen das nicht, dass ihr das wisst. Die wollen, dass ihr daran teilnehmt, dass ihr, wie Tom Fress das immer so schön im Englischen sagt, eat and drink damnation to themselves. Dass ihr die Verdammung in euch rein esst und rein sauft, mit anderen Worten mal zu sagen, ja, dass ihr euch zu Tode fresst und zu Tode sauft, in die Verdammung sauft und esst, weil ihr nicht begreift, was ihr tut. Mit ihr meine ich jetzt diejenigen, die an diesen Dingen teilnehmen. Diejenigen, die es erkannt haben, die es nicht mehr tun, gut. Klärt dann bitte schön andere auf. Die meisten werden durch Unwissen da reingetrieben. Aber wie es so schön heißt in der Bibel, an ihren Taten werdet ihr sie erkennen. Woran werden wir dann später bei Jesus Christus gemessen? Daran, dass wir ihn aus dem rechten Mundwinkel bekennen und in den linken Mundwinkel uns ein Opferstück Brot reinschieben? Ich glaube nicht. Ganz oder gar nicht. Jesus Christus lässt keine Kompromisse zu. Ja?
Die Hostie ist abgeleitet von einem lateinischen Wort, das Opfer bedeutet. Mit anderen Worten, ich stecke mir ein Opfer in den Mund. Ich nehme an einer Opferungszeremonie teil. Ja, aber wenn ich an einer Opferungszeremonie teilnehme, dann akzeptiere ich ja nicht das einzige, komplette, perfekte Opfer, das Jesus Christus gebracht hat. Das geht ja nicht. Die katholische Enzyklopädie schreibt, dass die Hostie, also das Opfer, der Gegenstand sehr vieler Wunder gewesen ist. Ja, von diesen Wundern wird in der Bibel auch berichtet, ne? Einschließlich des Brotes, das in einen Stein verwandelt wurde, und Hostien, die bluteten und jetzt immer noch bluten. Wo ist denn bitteschön in der Bibel Brot, das in Stein verwandelt wird? Oder besser Stein, das in Brot verwandelt wird? Einschließlich des Brotes, das in einen Stein verwandelt wurde. Also das weiß ich jetzt nicht. Wo kommt das denn vor? Viele Leute glauben ja auch, dass in der Bibel drin steht, dass Jesus Christus Steine in Brot verwandelt. Nein, nein, nein. Der Teufel fordert ihn heraus in Lukas und Matthäus Kapitel 4, um von diesen Steinen Brot zu machen. Und Jesus Christus sagt, du sollst deinen Herrn, deinen Vater nicht herausfordern, nach dem Motto. Ne? Oder sowas in der Richtung. Könnt ihr ja selbst nachlesen. Da geht es um die dreimal, wo Jesus Christus vom Teufel in der Wüste versucht wird, von Johannes getauft wurde. Ne? Dann in die Wüste ging und 40 Tage hungerte und vom Teufel dahin ging. Ich weiß nicht, wo in der Bibel drin steht, dass aus Brot Stein geworden ist. Ich weiß nur, dass in der Bibel Brot schlecht wird, wenn man es einen Tag zu lange liegen lässt. Und zwar 40 Jahre lang, als die Israeliten durch die Wüste gezogen sind und Gott jeden Tag auf wunderbare Weise für die Israeliten gesorgt hat und ihnen Brot besorgt hat. Ja? Also. Es könnte vielleicht auch noch eine andere Reminiszenz haben, und zwar die Geschichte, wo Mose eben da mit seinem Stab auf den Felsen geschlagen hat. Ja, aber dann kam halt Wasser daraus und nicht Brot, verstehst du? Da versucht natürlich dann Satan alles Mögliche irgendwo da umzudrehen, und dann ist der Satz halb wahr und die restliche Hälfte ist dann halt falsch. Ne? Ja, und die Geschichte mit Mose ist auch sehr interessant, weil erstens macht er das auf Befehl Gottes und zweitens fügt er dann noch eine eigene Sache hinzu. Weil Gott hat zu ihm gesagt, du sollst, glaube ich, mit diesem Stock nur auf den Stein deuten und dann wird Wasser raus hervorspringen, und er schlägt sogar, glaube ich, drauf. Nach dem Motto von, ich muss den Leuten zeigen, dass das so geht. Also Mose nimmt das ein bisschen selbst in die Hand. Das ist eine interessante Sache, wenn wir da in unserer Bibelstudie jemals zukommen, um sich das anzuschauen. Aber da hast du durchaus recht. Aber wie gesagt, da geht es um Wasser, da geht es nicht um Brot. Ja, ja, natürlich. Und aber Jesus Christus hat ja viele Brote aus dem Nichts, sage ich jetzt mal, hervorgezaubert, als er die 5000 gefüttert hat, ne? Mit Fischen und Brot und sowas. Aber mir ist keine Stelle in der Bibel jetzt so auf Anhieb bekannt, wo entweder ein Brot in Stein oder ein Stein in Brot verwandelt wird. Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Der Punkt ist ja der, dass halt die satanische Seite halt die Bibel zitiert, aber halt immer in einem falschen Kontext zitiert. Oder wie hier jetzt zum Beispiel Dinge miteinander zusammenmischt, die es so nicht gab. Ja. Vielleicht gibt es ja eine heidnische Sage, wo Brot in Stein verwandelt wurde, oder Brot in Stein, wie hier steht. Ne? Naja, es gibt ja auch Brot, das irgendwann so hart wie Stein wird, ne? Aber das ist eine andere Geschichte. Das ist aber eine andere Geschichte, ja, das stimmt. Also jedenfalls schreibt die römisch-katholische Enzyklopädie, dass die Hostie der Gegenstand sehr vieler Wunder gewesen ist, und wir kennen ja die lügenden Wunder, wie sie in der Bibel vorgewarnt wird, von wem die kommen, einschließlich des Brotes, das in einen Stein verwandelt wurde, und Hostien, die bluteten und jetzt immer noch bluten. Ja, ganz toll, dass die Hostien dann auch noch bluten. Dann ist es ja wirklich Jesus Christus, Jörg. Erzähl mir mal, wenn die blutet, dann ist das doch wahre, das Blut von Jesu Christi. Er kann doch nicht anders. Ja, wer das glaubt, dem verkaufe ich morgen auch gerne mal eine Brücke auf dem Mond. Hostien haben eine runde Form. Ach nee, wie kommt das denn? Die Sonne ist zufälligerweise auch rund. Hat das vielleicht damit zu tun? Diese Form wird das erste Mal erwähnt vom, zwischen Anführungszeichen, Heiligen, ich kann es sonst gar nicht aussprechen, Epiphanius im 4. Jahrhundert. Die Illustration zeigt eine Hostie, abgebildet in einem katholischen Lexikon, wie wir hier sehen, ja, mit dem IAS-Zeichen drauf, was ihr gerade eben in dem Film hier auch gesehen habt, habe ich euch ja gezeigt. Ist hier noch, der Priester hält das hier jetzt ein wenig hoch, aber es gibt hier auch noch das andere Bild, warte mal, wenn wir hier von den Damen, die sich da opfern, oder besonders eine, die da zur Opferung geschmückt wird, weitergehen.
dann kommt ja das Bild dieser Hostie, und da sehen wir hier das IHS mit drauf. Das ist genau dieses Bild, was wir hier sehen. Als Jesus jedoch das Abendmahl zu seinem Gedächtnis einführte, nahm er einfach das Brot und brach es. Brot bricht nicht in runde Stücke. Das Brechen des Brotes repräsentiert im Besonderen den Leib Jesu, der für uns gebrochen wurde durch grausame Schläge und Peitschenhiebe. Die runde, scheibenförmige Hostie, die ganz gegeben wird, symbolisiert dieses Ereignis nicht. Nein, es ist eine Sonnenanbetungshostie. Wenn die Verwendung einer runden Hostie keine biblische Grundlage hat, wie ist es dann möglich, dass wir es mit einem weiteren Beispiel heidnischen Einflusses zu tun haben? Alexander Hislop sagt in seinem Werk von Babylon nach Rom, Zitat: Die Tatsache, dass die Hostie rund ist, ist ein sehr wichtiges Element der römischen Mysterien, also der römischen Geheimnisse. Die runde Hostie ist nur ein weiteres Symbol des Baal, also des Sonnengottes oder der Sonne. Ende Zitat. Wir wissen, dass in den alten Mysterien Ägyptens runde Kuchen verwendet wurden. Der dünne, runde Kuchen erscheint auf allen Altären. In der Mysterienreligion des Mithraismus empfingen diejenigen, die in höhere Initiationen eingeweiht wurden, einen kleinen, runden Kuchen oder Hostie aus ungesäuertem Brotteig, der die Sonnenscheibe symbolisierte, genauso wie ihre Tonsur. Über die Tonsur, also das Rasieren des Kopfes, hatten wir ja bereits gesprochen. Im Jahr 1854 wurde in Ägypten ein alter Tempel mit Inschriften entdeckt, die kleine runde Kuchen auf einem Altar zeigen. Über dem Altar ist ein großes Abbild der Sonne zu sehen. In einem Tempel in der Nähe der Stadt Babain in Oberägypten war ein ähnliches Sonnensymbol über dem Altar eines Tempels zu sehen. Man kann eine Darstellung der Sonne finden, vor der zwei Priester gezeigt werden, die diese anbeten, wie wir hier in dieser Illustration sehen. Übrigens auch ganz lustig, dass man hier Kälber oben mit drauf macht, nicht wahr? Und schaut euch mal diese Mützen an, die die Priester hier haben. Erinnert euch das nicht an irgendeine Mütze des Papstes? Na, würde ich jetzt mal so fragen wollen. Nicht nur in Ägypten wurde das Sonnenbild über dem Altar verwendet. Selbst im weit entfernten Peru war dieses gleiche Bild bekannt und wurde angebetet. Und dann kommen wir zur Monstranz. Also lassen wir den Film nochmal weiter abfahren. Da muss ich nicht erklären, was eine Monstranz ist. Dann könnt ihr sehen, was eine Monstranz ist. Ja, das kommt nämlich auch gleich. Wenn irgendein Zweifel besteht, dass die Form der Hostie von der Sonnenanbetung beeinflusst war, muss man nur das Sonnenbild, vor dem die Heiden niederknieten, mit dem Sonnenbild auf der Monstranz, an die die Hostie als Sonne angebracht ist und vor der Katholiken sich beugen, vergleichen. Wunderbar, wie das Bild hier passt. Diese Frau, die eine Katholikin darstellt, die die Hände faltet natürlich, dass sie ja nicht den Heiligen Geist empfängt, die sich dann niederkniet vor einer Monstranz, das ist nämlich hier dieses Sonnengebilde, was ihr hier seht, und in der Mitte ist ein Loch, und in dieses Loch wird die Hostie geschickt. Also das Opfer, ja, das Opfer wird hier mitten in die Sonne mit reingemacht. Ja, das ist die Geschichte darum. Nur, dass wir das mal eben gut begreifen hier. Ja? Wenn irgendein Zweifel besteht, dass die Form der Hostie von der Sonnenanbetung beeinflusst war, muss man nur das Sonnenbild, vor dem die Heiden niederknieten, mit dem Sonnenbild auf der Monstranz, an die die Hostie als Sonne angebracht ist und vor der Katholiken sich beugen, vergleichen. Eine auffallende Ähnlichkeit wird sofort erkennbar sein. Selbst die Israeliten, als sie der Baalsanbetung verfielen, brachten Sonnenbilder über ihren Altären an. Während der Regierungszeit des Josia jedoch wurden diese Bilder niedergerissen. Zitat: Und man riss Altäre der Baalen vor ihm nieder und die Sonnensäulen, also Sonnenbilder, welche, in der Elberfelder mit Räucheraltar übersetzt, oben auf demselben waren, hieb er um. Ja? Naja, deswegen gebrauche ich natürlich auch nicht die Elberfelder, sondern wir lesen das aus 2. Chroniken, Kapitel 34, Vers 4, mal an der Schlachter.
Da habe ich nämlich dazu geschrieben, da steht hier drin, also der Vers 4 lautet, und man brach in seiner Gegenwart die Altäre der Baale ab und er hieb die Sonnensäulen um, die oben auf ihnen standen und die Aschera, ja, Astera, Easter, Ishtar, Standbilder, Diana, ja, und die geschnitzten und gegossenen Bilder zerbrach er und machte sie zu Staub und streute sie auf die Gräber derer, die ihnen geopfert hatten. Und dann habe ich mir die Mühe gemacht, die König James Bibel ins Deutsche zu übersetzen. Ja, hier steht im Deutschen ja Sonnensäulen, da kann ja alles Mögliche sein. Na, die König James ist da deutlicher. Die sagt, and they break down the altars of Baalim in his presence and the images. Also, wenn ich das jetzt ins Deutsche direkt übersetze, dann steht hier Images und das heißt nicht Sonnensäulen, das heißt Bilder. Das zweite Gebot des Herrn. Steht da was von Sonnensäulen oder steht da was von Abbildern, die ich mir nicht machen soll? Seht ihr, warum das so wichtig ist? Seht ihr, warum hier teilweise die Bibeln in anderen Sprachen sehr undeutlich sind? In der König James steht ganz deutlich das Wort Images. Und das ist genau dasselbe Wort, das gebraucht wird im zweiten Kapitel, also im zweiten Gebot, ja, wo es heißt, dass ich mir eben keine Abbilder machen soll von irgendwas, was im Himmel, auf der Erde oder im Wasser unter der Erde ist, dass ich mich nicht niederknien soll zu ihnen. Was macht die denn hier auf dem Schirm da rechts? Kniet sich doch nieder vor der Hostie. Der Katholik kniet sich nieder, A, vor dem Priester, B, vor der Hostie. Ja, das soll ich nicht machen. Jetzt wisst ihr, warum die römisch-katholische Kirche aus ihrem Katechismus das zweite Gebot gestrichen hat. Das ist eine Anklage. Wenn ich die König James Bibel ins Deutsche übersetze, steht da, und sie brachen in seiner Gegenwart die Altäre von Baalim nieder und die Bilder, die hoch über ihnen waren, schnitt er nieder. Nicht die Sonnensäulen. Im zweiten Gebot, also in Exodus Kapitel 20, Vers 4, glaube ich, und folgende, steht nicht drin, dass ich mir keine Sonnensäulen machen soll. Da steht drin, dass ich mir keine Bilder machen soll. Mhm. Stimmt doch, oder? Stimmt, habe ich mich heute noch gelesen in meiner Lesung, genau. Na, siehst du. Das, vor allen Dingen habe ich es gelesen in einem Kontext, wo direkt das Hauptbild war auf einer katholischen Kirche von vorne, wo direkt links und rechts Heilige standen, genau. Ja. Sieht man ja in jeder Kirche da. Jetzt könnt ihr aber mal wieder sehen, wie wichtig das ist, hier die König-James-Bibel zu haben, die aus dem, in diesem Fall, Hebräischen, weil wir sprechen ja über Chroniken, das ist ja ein Buch aus dem Alten Testament, aus dem Hebräischen übersetzt, viel deutlicher ist als die deutsche, selbst die Schlachter in diesem Fall. Sonnensäulen. Ich meine doch, dass es die Schlachterbibel ist, die ich hier angeführt habe. Ich bin jetzt natürlich, ich will das jetzt nicht beschwören, also bevor ich ja irgendwas sage, was nicht wahr ist, gucke ich mal eben nach. Dann müssen wir mal eben die Chroniken aufschlagen, das ist irgendwo hinter dem Psalm, meine ich doch, Predigersprüche, ach, Chroniken, nee, ist davor. Die Chroniken sind davor, ne? Hiob, Nehemia. Zweite Chronik, was war's? Ah, eben mal schauen. 34,4. Zweite Chronik. 34, Vers 4, und man brach in seiner Gegenwart die Altäre der Baale ab und er hieb die Sonnensäulen um. So, das ist genau der Text, den ich hier geschrieben habe. Ja, das ist also aus der Schlachter 2000. Aus der lese ich jetzt hier vor, die oben auf ihn standen und die Aschera-Standbilder und die geschnitzten und gegossenen Bilder zerbrach er und machte sie zu Staub und streute sie auf die Gräber derer, die ihnen geopfert hatten. Also, das obere ist die Schlachter 2000. Die Schlachter 2000 übersetzt Sonnensäulen, wo die König James ins Deutsche übersetzt Bilder gebraucht und die König James im Englischen das Wort Images, das genau dasselbe Wort ist, das im zweiten Gebot, Exodus Kapitel 20, gebraucht wird. Seht ihr, wie tief die Täuschung geht? Seht ihr, wie gemein die Täuschung ist? An Stellen, wo man es niemals erwarten würde. Die einzige deutsche Bibel, die normalerweise komplett aus den originalen Texten übersetzt ist, führt anstatt das Wort Bilder Sonnensäulen ein. Wenn ich das Wort Bilder lese,
dann denke ich sofort an die Abbilder, vor denen Gott im zweiten Gebot warnt. Wenn ich Sonnensäulen sehe, dann weiß ich automatisch, dass ich irgendwas mit dem Heidentum zu tun habe. Das soll ich wahrscheinlich nie anfassen. Sonne, das klingt ja schon mal heidnisch, klingt ja schon mal schlecht. Aber ich lege niemals die Verbindung zum zweiten Gebot. So tief geht die Täuschung, dass selbst die einzige Bibel, der wir in unserer Muttersprache vertrauen sollten, nicht 100% zu vertrauen ist. Schaut, wenn das in 2 oder 3 Versen vorkommen würde, würde ich noch sagen, von gut, jeder kann sich mal irren. Ich gebe den Übersetzern den Vorteil des Zweifels. Aber das kann ich hier nicht mehr tun. Hier erkenne ich ein System dahinter. Hier erkenne ich ein System dahinter, den Geist des Volkes weiterhin zu täuschen, das schon seit einigen hundert Jahren ganz, ganz schwer getäuscht wird. Ein Volk, von dem die Römer ganz genau wissen, wenn die jemals dahinter kommen, dann werden die den Kopf kürzer gemacht. Das ist schon mal passiert. Die Deutschen sind schon mal nach Rom gegangen und haben da alles kurz und klein gehauen. Das war im 5. Jahrhundert. Schaut euch mal die wahre Geschichte an, den Untergang des Römischen Reichs, des heidnischen Römischen Reichs. Das fing natürlich an mit Konstantin, als der aus Rom wegging und damit der Bischof von Rom an Macht gewann. Das kleine Horn, das wuchs und wuchs, bis es 606 zu seiner Größe kam, die es dann später erreichen sollte. Aber das heidnische Römische Reich ist gefallen im 5. Jahrhundert, 476 nach Christus. Warum? Weil die Germanen und alle Sorten ähnliche Stämme, die von da kommen, Goten und wie sie nicht alle mal hießen, da eingefallen sind und denen auf den Sack gegeben haben, wie man das mal ganz profan so sagen kann. Ja? Und dasselbe Volk wird hier wieder belogen und betrogen, dass sich die Balken biegen. Nur wenn man sich die Mühe macht, der Wahrheit auf den Grund zu gehen, wenn man sich den Originaltext anguckt oder dann eine wirklich gute Originalübersetzung, in diesem Fall die englische König James, weil ich kann das Bild aus dem Hebräischen nicht, das Wort aus dem Hebräischen nicht lesen, ich kann es auch im Griechischen nicht lesen, ich kann die Originalsprache nicht, aber ich vertraue der König James. Ich vertraue darauf, dass Gott damals das Übersetzungskomitee, das König Jakobus ins Leben gerufen hat, 1604, und das 7 Jahre, meine Lieben, was ist denn die 7 für eine Zahl, daran gearbeitet hat, um die Originaltexte zusammenzutragen und zu übersetzen, dass das wirklich das unfehlbare Wort Gottes ist. Und ich habe bis heute, wir haben heute den 16. Februar 2020, ich habe bis heute noch nicht einen einzigen Fehler in der König James gefunden. Viele Menschen, die mir Fehler aufzeigen wollten, die Fehler habe ich wegradieren können. Wie gesagt, das ist kein Fehler, das ist ein Verständnisfehler von euch, wie zum Beispiel Ostern da drin steht und solche Sachen. Ja? Es tut mir leid. Jeder, der sich da hinstellt, sagt, ich bin Deutscher, ich spreche nur Deutsch, das interessiert mich nicht. Ja, dann ist das eben so. Dann bist du eben zu kleingeistig. Ja? Ich kann es ja nun mal nicht helfen, dass es im Englischen eine Bibel gibt, die wirklich absolut treu an das Original das so übersetzt. Und deswegen ist es auch nur die autorisierte Version von 1611. Nicht die NKJV und keine späteren und sicher nicht die Scofield-Bibel, was ja auch nach Ausgabe eine König-James-Bibel ist, aber halt mit futuristischen Fußnoten und so weiter und so weiter. Ich kann es nicht helfen, es ist einfach so. Und jetzt würde mich mal interessieren, was Michael dazu zu sagen hat. Ja, ich habe es mal gerade nachgeschaut. Die hebräische Wurzel davon ist Shaman und heißt eben a sun pillar, a idol, an image. Und das kommt also nicht nur in dem Vers vor, sondern es kommt also insgesamt in 8 Bibelversen vor, im 3. Buch Mose, im 2. Chronik, im Jesaja und Hesekiel. Und es ist jedes Mal halt die eben sprechende Kürzung, Endung H2553 und heißt eben Sonnensäule und ist natürlich in jedem Kontext auf heidnische Anbetung halt eben gemünzt. Ich wollte es halt einfach nur noch mal so sagen, ich habe es mal ganz gleich mal nachgeguckt, weil mich das selber interessiert hat, weil es ja leider auch die King James Bibel nur mit Images übersetzt. Ne? Naja, aber Images, lass uns mal sicherstellen, gut, okay, dann ist Sonnensäulen vielleicht aus dem Hebräischen das richtige Bild, aber es geht doch darum, eine verständliche Übersetzung zu machen.
Und wenn ich eine verständliche Übersetzung mache, Michael, ich denke, da wirst du mir zustimmen, dann sagt den Leuten das Wort Bilder mehr, weil das direkt referiert an das zweite Gebot. Weil im zweiten Gebot ist ja nicht das Wort Sonnensäulen, oder? Mhm. Wie steht denn der Originaltext im Exodus drin? Schauen wir doch mal eben nach. Esort. Machen wir doch mal eben. Dafür haben wir ja ein Live-Video hier. Da müssen die Leute das mal eben ertragen, dass wir hier jetzt nicht weiterlesen, sondern dass wir das mal eben klären wollen. Müsste mal eben warten, bis mein Esort hier aufgeht. Und also Exodus, kann ich dir sagen, heißt Thou shalt not make unto thee any graven image. Ja, ich schaue ja gerade, wo das ist hier. Mhm. Any graven image. Das ist 6459. Ja. Ja. So, ja. 6459, Pesel, von Idol, Carved, Graven, Image. So, und da geht's jetzt drum. Jetzt kann man ja auch sagen von New York, aber dann hat die König James hier ja mit Images das verkehrt übersetzt. Also, dann gucken wir doch mal eben, wie ist denn das im Chroniken? Du hast gesagt, dasselbe Buch wird in vielen Dingen gebraucht. Also, zweite Chroniken wäre es hier und da müssten wir dann Kapitel 34 haben und dann Vers 4. The Altars and the Images. Das ist 2553. Okay? Sun Pillar, Idol, Image. Okay, also an erster Stelle steht hier Sonnensäule ins Deutsche übersetzt und dann Idol oder Bild, Abbild. Jeder mit einverstanden mit der Übersetzung, ja? Gut. Wer nicht einverstanden ist, hat Pech. Du müsst jetzt mal selbst durchlesen, wenn ihr mir hier nicht glaubt. Also, Sonnensäule, okay, ich gebe das den deutschen Übersetzern. Sie nehmen tatsächlich das Originalwort Sonnensäule. Die Übersetzer von der König James haben aber gesagt, ja, warte mal, ja, wenn wir Sonnensäule sagen, das versteht ja keiner. Wenn wir aber sagen, die Sonnensäule stellt da ein Idol, ein Abbild, dann legen die Leute ja direkt den Link zum zweiten Gebot. Und dann werden sie ja sehen von, ach so. Und ich soll mir kein Abbild machen von irgendetwas, was im Himmel, auf der Erde oder im Wasser unter der Erde ist. Das heißt, die König James hat hier eine Übersetzung gewählt, die nicht Wort für Wort ist, sondern die dem Sinn des Wortes entspricht. Und das finde ich hier viel wichtiger, weil wenn ich die König James lese mit Image oder Idol, dann werde ich direkt darauf verwiesen, dass es mit dem zweiten Gebot zu tun hat und dass es um einen Bruch des zweiten Gebotes geht. Das habe ich mit der Sonnensäule so nicht. Also ich zumindest nicht. Ich weiß ja nicht, wie gelehrt die anderen alle meinen, die sagen, oh ja, was du erzählst, das wissen wir doch schon lange. Sonnensäule, das ist für mich auch immer Abbild. Habe ich immer gleich mit dem zweiten Gebot gleichgesetzt. Was erzählt er da für einen Blödsinn? Ja, vielleicht bin ich dann so ein simpler, einfacher Mensch. Ich lege diese Verbindung nicht. Aber wenn da steht, wie in der König James Image, wie ich es hier bereits geschrieben habe, also Abbild, und ich dann Bilder habe, dann habe ich für mich im Kopf eindeutig die Referenz zweites Gebot, verboten, nicht tun. Natürlich sind da immer Schlaumeier, die sagen, boah, das war von Anfang an klar, wussten wir schon immer. Ja, wenn ihr das alles davon immer wusstet, dann braucht ihr ja auch dieses Video nicht gucken, dann könnt ihr eure eigenen Videos machen, dann seid ihr ja noch besser als ich. Und ich bezweifle nicht, dass da Menschen sind, die besser sind. Ich bin auch nicht gut, ich bin ein ganz schlechter. Unter den Sündern bin ich der König, wie Paulus gesagt hat. Dem schließe ich mich an. Ich stehe direkt unter Paulus. Weil ich werde mich nicht über Paulus erheben. Ich werde mich über niemanden erheben. Und über nichts erheben. Ja? Aber eben ganz, ganz deutlich gesagt, die Reminiszenz, okay, Sonnensäulen haben wir gerade eben geklärt. Michael, danke, dass du das angeführt hast. Das Wort heißt ursprünglich Sonnensäulen, Komma, mit der Erklärung Idols, Images, Idole, Abbilder. Und das ist genau der Punkt. Wenn man ein Wort aus einer fremden Sprache nimmt und man übersetzt es nicht sinngemäß, sondern einfach wortlautgemäß, dann kann es im Sinn eine ganz andere Richtung geben. Und Sonnensäulen gibt im Sinn eine andere Richtung als das Wort die Bilder. Und das ist der Punkt, der mir so wichtig ist. Entschuldigung, dass ich darauf so rumhämmer. Entschuldigung, dass ich dafür jetzt fast hier die Sendung mehr oder weniger aufgebraucht habe, anstatt dass wir weiter hätten lesen können. Aber das ist mir einfach wichtig. Und wenn ich noch 10 Sendungen brauche, um dieses blöde Kapitel abzuschließen, dann sind es eben 10 Sendungen. Das sollte bei euch doch irgendwann mal dafür sorgen, dass der Groschen fällt.
Und ich sage mit Absicht nicht der Eurocent, ich sage der Groschen. Ich bin nun mal altmodisch. Ja? Ich bin aufgewachsen mit dem Groschen, der fällt. Ich bin nicht aufgewachsen mit dem Cent, der fällt. Dass euch endlich mal die Augen aufgehen und dass ihr endlich eure Augen gebraucht, dafür, wofür Gott sie euch gegeben hat, zum Sehen. Dass ihr seht, wenn hier in 2. Chronik zwar das Wort Sonnensäule steht, dass damit aber gemeint sind Idole und Abbilder, vor denen man sich nicht niederknien soll, genauso wie die Dame das hier in dem Video macht, die sich vor der Monstranz niederkniet. Was ist denn die Monstranz anderes als eine Sonnensäule? Das ist doch ein Abbild einer Sonne auf einem Ständer, oder nicht? Dass das jetzt natürlich auch noch eine weitere sexuelle Bedeutung hat und so weiter, da will ich ja gar nicht mal drauf eingehen. Dann kommen wir ja vom Hundertstel ins Millionstel. Aber der Punkt ist doch, die Katholiken knien sich vor dieser Monstranz nieder und beten diese Hostie an. Und die Hostie ist nichts weiter als ein Opfer. Das heißt, sie beten das Opfer an, das der Priester ihnen gibt und akzeptieren damit nicht mehr das Opfer, das Jesus Christus für sie gemacht hat. Das ist der Punkt, den wir doch mal bitte schön hier festhalten wollen. Ja, wir wollen das festhalten und inzwischen ist leider die ganze Stunde schon wieder vorbei und ich habe nicht besonders viel lesen können. Ich finde es ja fast selber schade, aber ich kann es ja auch nicht helfen, wenn der Heilige Geist mir diese Worte eingibt, weil das, was ich hier sehe, ist ja nicht geskriptet. Das Einzige, was geskriptet ist, ist das, was ihr lesen könnt am Schirm. Alles andere, was ich sage, wird mir hier eingegeben, live. Und da bin ich dem Herrn sehr dankbar für. Da bin ich ihm so unglaublich dankbar für, dass ich versuche, so oft wie ich kann, die Bibel zu lesen. Ich habe am Samstagabend, also Samstagnacht, habe ich noch in Proverbs angefangen, also Sprüche, habe die ersten 2 Kapitel gelesen. Und dann war ich so müde, dann musste ich schlafen gehen. Das werde ich heute auch noch tun. Nicht müde werden und schlafen gehen, aber noch im Buch der Sprüche wahrscheinlich noch ein Kapitel oder 2 probieren zu lesen. Ich bin so dankbar, dass Gott mich wach gemacht hat. Ich bin so dankbar, dass Gott mir die Gnade erwiesen hat, mich aus dieser Lüge herauszuholen, dass er mir die Wahrheit gezeigt hat. Ich bin so dankbar dafür, dass ich jedem anderen auch die Wahrheit zeigen will. Ich bin so dankbar dafür, dass ich alten Damen, die ich mal 5 Minuten am Tag sehe, die ich in eine Messe fahren muss, mit dem Taxi probiere, davon zu überzeugen, tu es nicht. Nimm die Bibel, lies die Bibel und vergleich, was Gott sagt, mit dem, was der Mensch sagt. Deswegen kann ich nur weiterhin meinen Aufruf ganz ernst gemeint hier herausschicken und kann euch nur vom Herzen wirklich ganz tief fragen, bitte lest eure Bibel. Maranatha. Woe unto them that seek deep to hide their counsel from the Lord.